Schönen guten Abend zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Iserlohn. Die anderen Ergebnisse vom 31. Spieltag. Bremerhaven jetzt Red Bull München 4:3 nach Verlängerung. Grizzlies Wolfsburg gegen die Straubing Tigers 6:1. Köln Krefeld 3:0 und die Nachmittagspartien Augsburger Panther ERC Ingolstadt 6:3. Und die DEG unterliegt auf eigenem Eis den Eisbären Berlin mit 4:5 nach Penaltyschießen. Und im ersten Drittel steht es am Abendspiel Mannheim gegen Nürnberg 0:1. Kommen wir zur heutigen Partie. Jamie, Wartmann, dein Kommentar bitte. Ja, guten Abend. Ja, bitte eine Niederlage. Ja, wir haben alles versucht zum Gewinnen heute. Die 10 Streamers, die wir gehabt haben, hat alles gegeben, was drin war. Dritten Spiel in 5 Tagen. Von da kann ich keinen Vorwurf von der Mannschaft machen. Typisch Spiel bei uns die Saison, wie die Saison oft gelaufen ist. Man ist drin in dem Spiel, man spielt gut und Ergebnis ist, kommt einfach nichts raus. Und es ist ärgerlich, weil wir finden manchmal einen Weg, dieses Spiel nicht zu gewinnen, und das müssen wir in jedem Spiel versuchen. Wir müssen mehr Punkte holen, und solche Spiel müssen wir Punkte holen. Danke. Danke, Jamie. Paul, congratulations for the win tonight in your comma, please. Yeah, nearly give an old Englishman a heart attack in the last 3 minutes there, but credit to Jamie and his group that you know, the resolve they showed, and you know, when you go 3-0 up and you'd like to see the game out, and I just spoke to the boys, congratulated them on the win, and but we took an offensive zone penalty when there's no need, there's absolutely no need. I think we took 18 minutes in minors today, which you know, it was a little frustrating, because both penalty kills up until the last 3 minutes were totally on top. Totally on top. I thought ours was outstanding, as was Iserlohn's. And but when you get yourself in a position like that, you don't really want to go through the last few seconds of a game like we did. But great character that we got the win. We put ourselves in a position to get the win. It was a little scary at the end. We'll let the boys enjoy Christmas tomorrow, and we'll go back and talk about it and watch what we did well and what we didn't do well, but it's good to get a home win. It's been a while, and I think that's the most important thing. Thank you, Paul. Ich darf es ganz kurz übersetzen. Er sagt, ja, für den alten Englisch-Man war es heute Abend sehr hart, fast eine Herzattacke heute erlitten auf der Bank. 13:0 in Führung, sagt er, und dann hat man es fast wieder aus der Hand gegeben. 18 Minuten war das Unterzahlspiel sehr in Ordnung, sagt er. Aber ja, die letzten 3 Minuten war das PK da nicht so gut, sagte er. Und aber die Mannschaft hat Charakter gezeigt, und sie sollen jetzt erstmal Weihnachten genießen, und dann nach Weihnachten bespricht man dann das Spiel nochmal, was gut oder was schlecht war. Da geht's weiter. Fragen heute Abend für Zeit nimmt es. Keine. Das ist doch auch mal schön. Das ist Weihnachtsgeschenk an uns. Schöne Weihnachten. Aber immer. Ja. Herr Thompson, ganz kurz, aber noch zu Mannheim. Words to the mind game. It's going to be a tough game. We know that. And it's a derby game for us. And we came out on the right side last time we played them. So hopefully, you know, a little confidence that we get this win today, and we can take that into the Mannheim game. So I think we'll, you know, enjoy tomorrow with our families, and then we'll get back to work on the 25th. We have a 5 o'clock, 5 p.m. practice, and then we'll start focusing on Mannheim. Was zu machen. Und dann darf ich allen Sponsoren, Fans und natürlich auch Partnerbeiteams ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Natürlich euch auch hier im Presseraum. Und dann sehen wir uns wieder am Freitag. Dann geht es gegen Köln, das letzte Heimspiel 2018. Dankeschön, schönen Abend.